Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen einen Roman vorstellen, der 1953 erschienen ist und er stammt von Leo Perutz, Nachts unter der steinernen Brücke. Jeder, der nach Prag reist, sollte diesen Roman gelesen haben, weil er einen wunderbar einführt in das sogenannte goldene Zeitalter Prags, kurz vor dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges, also in den ersten Jahrzehnten, Jahren vor 1618, in der über Prag auf dem Hradschin der Kaiser Rudolf regierte, einem Zeitalter, in das in dem jüdischen Viertel den berühmten und reichen Kaufmann Mordecai Meisel beherbergte, den berühmten und weisen Rabbi Löw, der den Golem erfunden haben soll und sich in mystisch-magischen Dingen auskannte. Eine Zeit, in der Wallenstein und Kepler in Prag lebten und in der nun das ganze alte jüdische Viertel, dessen Überreste wir heute noch in Prag sehen können, entstanden ist und seine Prägung erhalten hat. Leo Perutz selbst wurde geboren am 2. November 1882 in Prag und ist gestorben am 25. August 1957 in Bad Ischl. Er stammt aus einer jüdisch-spanischen Familie, die im 17. Jahrhundert aus Spanien emigriert sind und im 18. Jahrhundert dann in der Nähe von Prag sich endgültig niederließ. Seit diesem Zeitpunkt ist dieser Name bei Prag beurkundet. Eine Familie reicher Textilhändler. Perutz selbst hat keinen richtigen Schulabschluss, das hat ihn aber nicht gehindert, später in Wien zu studieren. Er war ein leidenschaftlicher Mathematiker, hat auch Volkswirtschaft studiert, sich in Statistik kundig gemacht, hat dann eine Zeit lang in der Firma seines Vaters gearbeitet, dann in einer Versicherungsgesellschaft, in derselben Versicherungsgesellschaft, in der auch Franz Kafka gearbeitet hatte. Er hat in Wien dann Zugang zu Schriftstellerkreisen gefunden und 1915 seinen ersten Roman veröffentlicht, Die dritte Kugel. Er ist berühmt geworden in dieser Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Man kannte seinen Namen. Er hat viele historische, berühmte Romane geschrieben und es ist ihm glücklicherweise geglückt, noch 1934 vor dem Anschluss Österreichs an das Nazi-Deutschland zu emigrieren nach Israel. Über Venedig, Haifa ist er dann in Tel Aviv angelangt. Der neue israelische Staat gestaltete sich nicht nach seinen Vorstellungen. Er war nicht einverstanden mit dem Zionismus und nicht einverstanden mit der Vertreibung der Araber. Und all das hat bewirkt, dass er zurückkehren wollte nach Österreich. Und so hat er 1952 die österreichische Staatsbürgerschaft erlangt und eben dann auch in Österreich gelebt. Nur in dieser Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, wollte eigentlich niemand so recht mehr dieses Thema Juden allzu sehr behandeln. Man fühlte sich einfach schuldig, man wollte schnell vergessen. Und so ist ihm auch bei dem noch immer vorhandenen Antisemitismus in Österreich und natürlich auch in Deutschland, der bis heute ja zu beobachten ist, ist es ihm nicht mehr so richtig gut gegangen. Dennoch hat er eben 1953 diesen Roman veröffentlicht. Angefangen hat er ihn schon in den 20er Jahren, also vor dem Holocaust, und beendet hat er ihn nach dem Holocaust
mit all den schrecklichen Erfahrungen, die das Nazi-Deutschland über die Juden gebracht hat. Dieser Roman schildert nun, ist eine Liebesgeschichte. Er schildert die verbotene Liebe zwischen Kaiser Rudolf und der schönen Esther, der Frau des Mordecai Meisel. Und diese Liebe muss geheim bleiben, weil es eine offizielle Verbindung zwischen dem Christen und dem christlichen Kaiser und der Jüdin, noch dazu einer verheirateten Jüdin, nicht geben darf. Und Rabbi Löw, der erfährt von dieser Liebe und erfährt, dass der Kaiser beabsichtigt, die Juden zu vertreiben und zu vernichten, wenn er nicht diese Jüdin als Geliebte haben darf. Der Rabbi Löw ersinnt nach einem Ausweg. Und so pflanzt er unter die steinerne Brücke, die über die Moldau führt und das Christenviertel und das Judenviertel verbindet, zwei Pflanzen, einen Rosenstrauch und einen Rosmarinstrauch. Und in diese Pflanzen hinein verzaubert er die Seelen der Esther und des Kaisers Rudolf, sodass die beiden sich wenigstens im Traum als Liebende begegnen dürfen in der Nacht. Wenn sie auch tagsüber in ihren Körpern getrennte Wege gehen müssen. Doch diese magische Verzauberung des Rabbi Löw hat schreckliche Folgen. Beginnen tut es mit der Pest, die über die Kinder des Judenviertels fällt. Und es geht weiter mit immer auch schrecklichen Erlebnissen der Juden. Aber die Schuld, die Rabbi Löw durch diese Verzauberung auf sich genommen hat, die wird erst nach und nach enthüllt und eigentlich erst am Ende des Romans deutlich. Der Roman erzählt die Geschichte in 14 einzelnen kleineren Geschichten. Und jede dieser Geschichten ist abgeschlossen. Man kann sie für sich als einen kleinen Roman lesen, mit vollkommen unterschiedlichen Geschichten. Und man merkt erst am Schluss des Romans, wie alle Geschichten miteinander zusammenhängen. Und Leo Perutz hat selbst über diesen Roman Folgendes geschrieben: Es ist kein Geschichtenbuch oder Novellenzyklus. Es ist ein in sich geschlossener Roman, eine Rabbi Löw-Legende mit novellistisch anmutenden Kapiteln, deren jedes ein Stück der Romanhandlung in sich trägt. Keines dieser Kapitel könnte fortbleiben, ohne die Harmonie des Ganzen zu beeinträchtigen. Ja, auch eine Änderung ihrer Reihenfolge, etwa im Sinne des chronologischen Geschehens, aber auch jede andere, würde das Buch um seine Wirkung bringen. Erzählt wird über einen großen Zeitraum hinweg, nämlich über den Zeitraum 1572 bis 1621. 1572 reist Kaiser Rudolf ein in Prag. 1621, 9 Jahre nach seinem Tod, werden die aufständischen Protestanten hingerichtet. Die Geschichten werden, wie gesagt, nicht chronologisch erzählt, sondern die erste, die Pest in der Judengasse, spielt 1589, die zweite, des Kaisers Tisch, 1598, die dritte, das Gespräch der Hunde, 1609. Jede dieser Geschichte liest sich wunderbar. Es kommen in diesen Geschichten berühmte historische Personen vor. Eben wie gesagt Kaiser Rudolf, der immer geldknappe Kaiser, der große Mäzen, der Melancholiker, der reiche Kaufmann, Händler Mordecai Meisel,
der 1601 in Prag gestorben ist und ein berühmter Bauherr des Judenviertels geworden ist. Rabbi Löw, der 1609 in Prag gestorben ist, ein großer Weiser des jüdischen Glaubens. Es tauchen Wallenstein auf und Kepler taucht auf. Und es tauchen himmlische Gesandte auf, nämlich Engel, die immer wieder eine Rolle spielen in diesen Geschichten. Denn im Hintergrund ist der große Erzähler, der alle Fäden dieser abgeschlossenen Geschichten in der Hand hält, Gott selbst. Und Gott selbst ist erzürnt über die Tat des Rabbi Löw, weil sie die Harmonie, die er in der Welt walten sehen will, durcheinander gebracht hat. Und zwar auf folgende Art und Weise. Für den Gott, den Perutz beschreibt, gilt die Differenz. Dieser Gott will die Unterschiede der Religionen haben, des Judentums und des Christentums, denn er will die Humanität der Religionsangehörigen herausfordern. Er will sehen, wie sehr sie human miteinander umgehen können. Und der Roman wurde ja viele Jahre nach dem Holocaust beendet und zeigt, wie wenig human die Christen mit den Juden umgegangen sind, die Nazis mit den Juden umgegangen sind. Dieser Gott, der für Parutz auch eine mathematische Formel der Welt erdacht hat, einen Dualismus, der will diese Liebe zwischen der Jüdin Esther und dem Christen Rudolf nicht erfüllt sehen, denn er will die Mathematik der Differenz erhalten sehen. Und Perutz hat selber einmal auf die Frage seiner Tochter, ja, glaubst du denn an Gott, geantwortet, ja, nicht wie du es meinst und die anderen, Gott ist eine mathematische Formel, die die Welt lenkt. Und so lenkt Gott eben auch durch seine gesandten Engel den Lauf der Welt. Und Rabbi Löw muss erkennen, dass er große Schuld auf sich geladen hat, indem er diese heimliche Liebe, die in der Nacht sich vollziehen kann, ermöglicht hat. Ich lese Ihnen einen kurzen Abschnitt daraus vor, aus dem 7. Kapitel, wo der Rosenstrauch und die Rose sich nachts begegnen können. Nachts unter der steinernen Brücke. Wenn der Abendwind über den Wellen des Flusses dahin glitt, schmiegte sich die Blüte des Rosmarins enger an die rote Rose und der träumende Kaiser fühlte an seinen Lippen den Kuss der Traumgeliebten. »Du bist spät gekommen«, flüsterte sie. »Ich lag und wartete. So lange hast du mich warten lassen.« »Ich war immer da«, gab er zur Antwort. »Ich lag und blickte durch das Fenster in die Nacht hinaus. Ich sah die Wolken ziehen und hörte das Rauschen der Baumkronen. Müde war ich von der Last und dem Lärm des Tages. Ich meinte, die Augen müssten mir zufallen, so müde war ich. Dann endlich kamst du. Und die beiden lieben sich und müssen sich dann am Ende der Nacht trennen. Trunken von Glück und Traum löste sich die Blüte des Rosmarins von der roten Rose. Ich muss fort, flüsterte sie. Leb wohl, ich kann nicht bleiben, ich muss fort. Wohin, wohin? Bleibe doch, warum kannst du nicht bleiben? Ich weiß es nicht. Lass mich, halt mich nicht. Ich kann nicht bleiben, ich muss fort. Bleib doch, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Eben hielt ich dich noch. Wo bist du? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Rief der Kaiser und hob den Kopf und blickte um sich.
Der Leibkammerdiener Philipp Lang stand in der Schlafkammer. »Ich habe Eure Majestät stöhnen und rufen gehört, da trat ich ein«, meldete er. »Eure Majestät haben sicherlich einen schweren Traum gehabt, haben darum gestöhnt und gerufen. Wäre vielleicht gut gewesen, Eure Majestät zu wecken, dass sich nicht die Hochderomale die Tester wiederum einstellt. Draußen stehen etliche Leute, bitten um Gehör. Befehlen Euer Majestät das Frühstück?« »Wo ist sie hin?«, flüsterte der Kaiser. In ihrem Zimmerhaus auf dem Dreibrunnenplatz erwachte die schöne Esther, die Frau des Mordecai Meisel. Das Licht der Morgensonne fiel in ihr Gesicht und gab ihrem Haar einen rötlichen Schimmer. Die Katze strich lautlos in der Stube umher und erwartete ihr Schüsselchen mit Milch. Ein Blumentöpfchen, das auf dem Fensterbrett gestanden war, lag zerbrochen auf dem Fußboden. In der Kammer nebenan ging der Mordecai Meisel auf und nieder und verrichtete singend sein Morgengebet. Sie richtete sich auf und strich sich die braunen Locken aus der Stirne. »Geträumt«, flüsterte sie, »und immer Nacht für Nacht der gleiche Traum. Ein schöner Traum, aber gelobt sei der Schöpfer, doch nur ein Traum.« Der Leser, der diese 14 Geschichten liest, muss nach und nach die ganze Geschichte rekonstruieren. Er muss den Willen Gottes erkennen, lernen und wird gefangen sein von den einzelnen Schicksalen, die ihm in diesem Roman begegnen. Auch das Schicksal des Mordecai Meisel, der so nach der Anerkennung des Kaisers verlangt, der sein ganzes Geld dem Kaiser schenkt, nur um Anerkennung zu bekommen, der nichts um die Liebe seiner Frau zu Rudolf weiß und erst am Ende seines Lebens davon erfahren wird und dann in großer Wut darüber seinen ganzen Reichtum an die Juden Prags verschenken wird, sodass er als armer Mann sterben wird. Und so wird in diesem Judenviertel werden die prächtigsten Bauten mit seinem Geld errichtet werden. Und diese Bauten werden auch immer mehr verfallen, wie die Häuser in der Judenstadt immer mehr werden und verfallen werden, sodass sie Anfang des 20. Jahrhunderts abgerissen werden müssen. Und in dieser Zeit spielt dann der Epilog, der zurückblickt auf die glorreiche Vergangenheit des goldenen Zeitalters in Prag zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Bitte, wenn Sie nach Prag reisen wollen oder in Prag sind, lesen Sie diesen Roman. Er ist vielleicht ein wenig altmodisch, aber er bringt Ihnen diese Stadt auf ganz besondere Weise sehr unterhaltsam, sehr nachdenklich machend näher. Es ist eins meiner Lieblingsbücher, nach wie vor.